Kapitel 10. Latias. Eine frische Spur. Somit verbrachten wir den Rest des Abends in der Gilde und lernten viele von Bulbis und Shinooks alten Freunden kennen. Spark teilte uns die Spur mit, von welcher er gehört hatte. Geradax meinte, dass Eevee in letzter Zeit mehrfach auf dem Eiskontinent gesichtet wurde. Ich hatte mich ja schon gewundert, aber ich dachte mir, dass sie wohl ihre Gründe hatte und... Naja, die hat sie wohl auch, aber ich hatte gehofft, sie wären angenehmer. Eevee ist mit hoher Wahrscheinlichkeit immer noch dort. Wir sollten also morgen früh das Schiff nehmen. Das Schiff? Was für ein Schiff denn? Endeavor erklärte Bulby und Shinux, was gemeint war und somit auch mir, weshalb die beiden nicht Bescheid wussten. Nachdem euer Schiff damals gefunden wurde, haben sich einige Schmuckstädter entschieden, es zu bergen. In Gedenken an eure Reise fährt es nach und nach alle Kontinente an. Heute ist es über Nacht hier und fährt morgen ganz nach eurer alten Route direkt zum Eiskontinent. Außerdem glaube ich, dass ihr sowieso gern auf das Schiff wollen würdet. Anscheinend kennt ihr den Captain dort besser als ich, oder Spark? Da wir in diesem Moment mit dem Kreis, der auch schon im Büro des Gildenmeisters versammelt war, zu Abend aßen, konnte auch dieser sich ins Gespräch einbringen. Ich habe euch ja bereits erzählt, wie traurig Hubbelup war, als wir dachten, ihr wäre tot. Und dass er deswegen sogar seinen Posten verließ. Er gab sich selbst die Schuld an eurem vermeintlichen Tod. Und um das Schuldgefühl, welches ihn begleitete, zumindest irgendwie ausgleichen zu können, entschied er sich in Gedenken an euch, diese Fahrten zu veranstalten. Inzwischen hat er eine kleine Crew und macht nicht viel außer Befehle geben, weil er für das meiste andere einfach zu alt ist. Aber trotzdem ist er immer noch der Kapitän des Schiffes. Ich bin mir sicher, dass er sich riesig freuen würde, euch wiederzusehen. Natürlich weiß auch er inzwischen, dass ihr am Leben seid. Aber trotzdem würde es ihm bestimmt gut tun. Und wie ich den Alten kenne, würde er bestimmt auch liebend gerne Funkenherz kennenlernen, bevor seine Zeit anbricht. Die Neuigkeiten schienen in unseren Reihen für große Begeisterung zu sorgen. Natürlich mit Abstand am meisten bei Bulby und Shinux. Auf einmal waren sie es, die Weiterreise kaum noch erwarten konnten und nicht Funkenherz. Worauf diese sich natürlich liebend gerne wieder etwas einbildete. Was mir im Verlaufe des Abends auch immer klarer wurde, bis sie es aufklärten, war das Verhältnis zwischen Blood und Spark. Sie erzählten uns, dass sie einander tatsächlich gut kannten und als gute Freunde zusammen aufgewachsen waren. Sie verstanden sich immer sehr gut, außer wenn es um Eevee ging. Wie Spark damals zu ihr stand, muss ich, denke ich, nicht noch einmal erwähnen. Blood hingegen war sich schon damals sehr unsicher gewesen, wie gut die Entscheidung war, sie zu verbannen. Spark schien es etwas zu wurmen, dass er nun im Nachhinein Blood in ihrer ewigen Debatte recht geben musste. Aber trotzdem merkte ich schnell, dass die beiden eigentlich ein gutes Team bildeten. Wenn auch nur auf kurze Dauer. Denn wie Blood mir bereits auf dem Island erzählt hatte, würde er auf jeden Fall nach Eevees kommendem Sieg über Groudon beim Stamm bleiben, während Spark ja bereits angekündigt hatte, mich weiter begleiten zu wollen. Alles in allem schlief ich an diesem Abend glücklich ein. Ich hatte die Hoffnung gehabt, dass wir heute eventuell etwas über Eevees Aufenthaltsort herausfinden können. Letztlich hatte Bulby sich mit ihren Eltern versöhnt, Funkenherz bekam ihr Abenteuer, die Familie trat unserer Gruppe bei, wir hatten eine genaue Spur und Spark trat der Gruppe auf Dauer bei. Laut den Erzählungen würden rund die nächsten 2 Tage ruhig bleiben und dann würden wir den Eiskontinent erreichen und ein entscheidender Tag würde kommen. Aber wenn wir Eevee finden könnten, wieso sollte sie mein Angebot ablehnen? Mit einem 6-Mon großen Team, von welchem 5 erfahrene Kämpfer waren, hätte Groudon nicht die geringste Chance. Allgemein, ich machte mir über einige Sachen Sorgen, aber der Kampf gegen Groudon gehörte tatsächlich nicht dazu. Wir hatten diesen Feind nun schon mehrfach besiegt und seine Kraft war nun gefühlt kleiner als je zuvor. Am nächsten Morgen brachen wir recht früh auf. Spark verabschiedete sich ein letztes Mal von seiner Teampartnerin, erneut mit dem Versprechen, sobald er nach diesem Abenteuer könnte, wiederzukommen. Und wenn es nur für einen Besuch wäre. Ich hatte wirklich großen Respekt vor den beiden. Trotz, dass die beiden so lange Partner waren und sich ihre Wege nun vielleicht für immer trennten, blieben sie beide entschlossen und verabschiedeten einander mit einem Lächeln. Und so ließen wir die Gilde hinter uns. Rund eine Stunde hatten wir laut Spark noch Zeit, bis das Schiff ablegen würde. Mit eingerechnet, dass der Fußmarsch zur Anlegestelle im Spaziertempo 5 Minuten kostete, hatten wir einen großen Puffer.
Funkenherz war nach einer ruhigen Nacht wieder auf ihre alten Energielevel gestiegen und wirkte gefühlt jetzt noch begeisterter über das, was sie gesehen hatte als zuvor. Ihr seid wirklich in dieser Gilde aufgewachsen? Mit all diesen Pokémon und auch dem Gildenmeister? Ja, damals war der Gildenmeister ein normaler Rekrut, so wie wir. Aber unseren damaligen Gildenmeister wirst du gleich auf dem Schiff treffen. Er war für uns beide ein wirklich bedeutender Teil unserer Jugend. Wie du ja weißt, hatte ich nie wirklich Eltern und deine Mutter ist vor ihren geflohen. Hubbelup war für uns das Nächste an einem Vater, oder? Bei seinem Alter wohl eher einem Opa, was wir jemals hatten. Und es war relativ deutlich, dass er sich auch so gefühlt hat. Er hat sich wirklich für uns verantwortlich gefühlt. Dann muss es doch schrecklich für ihn gewesen sein, als ihr weg wart, oder nicht? Vor allem, als er nichts mehr von euch gehört hat. Ja, das war es wohl. Du hast Kadabra ja gehört. Er hat sich selbst die Schuld gegeben, weil er diese Reise zugelassen hat. Er hat sich nicht im Recht gesehen, weiter eine Gilde zu leiten. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie sehr er am Ende war. Er ist so zart beseitet. Weißt du, Funkenherz, er ist sehr ähnlich wie Feld und Fanda. Er ist auch ein altes, weises Pokémon mit einem Sinn für die Jugend. Und auch er hat einige Abenteuer in der Vergangenheit durchgemacht. Ich bin mir sicher, dass du ihn sehr mögen wirst. Wie bereits erwähnt, war der Fußmarsch nicht sonderlich lang. Dieser kleine Dialog füllte ihn bereits ziemlich komplett, da er endete, als wir uns der Anlegestelle näherten. Ein Barmelin stand am Aufgang, während Shinux es kaum zu fassen schien. Unglaublich, es ist tatsächlich unser Schiff, Bulbi. Das, an dem damals ganz Schmuckstadt gebaut hat. Sie haben es renoviert, aber ich erkenne es wieder. Er lief ans vordere Ende des Schiffes, zu einem bestimmten Brett relativ nah an der Unterseite. Ein klein wenig unter Shinux Kopfhöhe. Guck mal, dieses Brett, es ist auch noch gleich, es ist noch da. Ich ging auch an die Stelle, um zu sehen, wovon Shinux gerade sprach. An einem der Holzbretter war ein Symbol eingeritzt. Es sah aus wie eine Art Perlenkette. Daneben waren zwei Figuren, auf jeder Seite eine. Damals, zu Anfang dieser Reise, haben wir beim Bau des Schiffes dieses Symbol ins Holz geritzt. Die Perlenkette ist das Symbol Schmuckstadts. Die Figuren sollen wir sein. Und es ist immer noch hier. Wow. Spark erklärte uns die Geschichte der Restauration. Das stimmt. Als das Schiff damals geborgen wurde, haben die Schmuckstädter sich an diese Gravierung erinnert. Und als sie rausgefunden haben, dass, als hätten die Götter es gewollt, dieses Brett ganz geblieben war, war klar gewesen, dass es definitiv auch nach der Restauration seinen Platz behalten sollte. Die beiden ehemaligen Schmuckstädter wirkten etwas überrascht. Haben sie sich wirklich so sehr an uns erinnert? Natürlich, ihr hättet hören sollen, was damals hier los war. Auch als alle dachten, ihr wärt gescheitert und gestorben, wurdet ihr trotzdem als Helden gefeiert. Und was erst los war, nachdem ihr Kadabra diese Nachricht habt zukommen lassen. Wir entschieden uns, diesen kleinen Dialog erst einmal zu stoppen. Und erst einmal aufs Schiff zu gehen, bevor wir weiterredeten. Die erste Überraschung erwartete uns bereits beim Aufgang. Das Barmelin, das offensichtlich für die Überprüfung von Tickets zuständig war, empfing uns erwartend. Du bist Latias, oder? Das Pokémon sprach mich direkt an, was mich etwas aus der Bahn warf. Ja? Habe ich mir gedacht. Die Gilde hat zwei Kabinen für euch reserviert und vorbezahlt. Viel Vergnügen auf der Reise. Anscheinend hatte Kadabra gestern am späten Abend noch etwas organisiert, ohne dass wir es bemerkt hatten. Ich notierte mir in Gedanken, ihn später noch einmal mit Telepathie erreichen zu wollen, um mich zu bedanken. Bulbi stellte den Matrosen direkt noch eine wichtige Frage. Wo finden wir denn den Captain? Wir sind alte Freunde und wollen ihn besuchen. Hoch zum Steuerrad, dann die Falltür öffnen und dann die Treppe nach unten. Der alte Knacker freut sich eigentlich immer über Besuch. Wir verarzteten kurz unser Gepäck, anschließend trennte sich die Gruppe auf. Spark und Blatt wollten sich ausruhen und ein wenig über die Zeit sprechen, in der sie sich nicht gesehen hatten. Funkenherz, Bulbi, Shinux und ich wollten den Captain treffen. Bei den anderen drei war klar weshalb und ich wollte einfach das Pokémon kennenlernen, welches für zwei meiner engsten Freunde eine Elternrolle eingenommen hatte. Auch wenn mir irgendwo der Gedanke weht hat, dass Hubbelupf diese Rolle besser eingenommen hatte als ich. Ich hatte die beiden einfach zu spät kennengelernt, um noch so bedeutend für ihre Jugend zu werden. Als wir die erwähnte Falltür erreichten, zögerte Shinux etwas. Er wirkte etwas nervös nun, wo er gleich seinen ehemaligen Mentor wiedersehen würde. Aber man konnte es ihm wohl schwerlich verübeln.
Zögernd klopfte er an. Nach wenigen Sekunden ertönte eine leise Stimme, der man das Alter bereits anhörte. »Herein! Ich bin da!« Funkenherz flüsterte leise eine Frage zu ihren Eltern. »Ist er das?« »Ja, das ist er.« Ich ließ meinen Freunden den Vortritt und langsam schritten sie hinab in die Kapitänskajüte. In einer seltsamen Art Schaukelstuhl schwankte ein Pokémon langsam hin und her. Ich glaube, ich hatte noch nie ein Pokémon gesehen, welchem das Alter so anzusehen war. Doch seine Seele wirkte jung. »Hubbelupf, trügen mich meine alten Augen oder träume ich noch? Bulbi, bist du das und Shinux?« »Nein, du täuschst dich nicht, wir sind es wirklich.« Langsam und gemächlich stand das alte Pokémon auf. Irgendwie gelang es ihm aber trotzdem energetisch zu wirken, selbst mit diesen zeitlupenartigen Bewegungen. In einem ähnlichen Tempo schwebte er zu uns. »Dass die Götter mir auf meine alten Tage noch meinen großen Wunsch erfüllt haben. Lasst euch ansehen, ihr beiden. Viel zu lang ist es her. Ich dachte, ich würde euch nie wiedersehen dürfen.« »Jetzt sind wir aber hier und es ist schön, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Es tut uns leid, dass du dir solche Sorgen um uns machen musstest.« »Es ist nicht eure Schuld. Macht euch keine Gedanken. Ihr musstet auf diese Reise gehen. Es war schließlich euer Schicksal. Und es hat euch letztendlich weit gebracht, nicht?« Zum ersten Mal nahm das Pokémon nun auch Notiz von mir und Funkenherz. »Und ihr beide seid?« »Ich bin Funkenherz, freut mich. Mama und Papa haben mir viel von dir erzählt.« »Wie, ach, ich verstehe. Also habt ihr beiden wirklich zueinander gefunden, nicht?« Bulbi und Shinux sahen einander etwas verlegen an. Aber gleichzeitig spiegelte ihr Blick die innige Zuneigung der beiden zueinander wider. »Ja, das haben wir. Funkenherz ist unsere Tochter.« »Ich wusste doch damals schon, dass ihr füreinander geschaffen seid. Ich danke den Göttern, dass sie mir die Freude gewähren, dich kennenzulürfen, kleine Funkenherz.« Anschließend wandte er sich ein weiteres Mal an mich. »Und du warst noch gleich?« »Mein Name ist Latias. Es ist mir eine Ehre.« »Latias. Latias, so. Diesen Namen habe ich schon ein paar Male gehört. Du gehörst zu dem Kreis derjenigen, die an der Seite meiner jungen Freunde standen, nicht? Ich danke dir dafür, dass du sie so gut geschützt hast.« Für einen Moment durchströmte mich Freude aufgrund dieses Kompliments. Doch nur Sekundenbruchteile später wechselte sie zu starker Schuld. Es fühlte sich ein wenig so an, als könnte ich plötzlich nicht mehr atmen. Hatte ich sie wirklich so gut beschützt? Hatte ich diesen Dank überhaupt verdient? Meine Erinnerungen an Chelast kehrten zurück. Wenn ich gut auf sie alle geachtet hätte, dann wäre das nie passiert. Chelast wäre noch am Leben. Nein. Ich habe keinen Dank verdient. Ich habe in meiner Rolle versagt. Funkenherz schien von meiner negativen Einstellung sehr aus der Bahn geworfen. Wie, was meinst du, Tante Lati? Wovon redest du auf einmal? Ich habe mir selber die Aufgabe gegeben, für die Sicherheit von allen, die aus dieser Welt stammten, zu sorgen. Es war meine Pflicht, dafür zu sorgen, dass sie alle gesund blieben. Und trotzdem ist Chelast... Hätte ich meine Pflicht erfüllt, dann wäre er jetzt noch am Leben. Ich habe einfach versagt. Die anderen schienen nicht zu wissen, was auf einmal mit mir los war. Das Problem war, nicht einmal ich selber wusste es wirklich. Es war einfach dieser plötzliche Schmerz in meiner Seele. Diese unvorhersehbaren Schuldgefühle. Latias, ist mit dir alles in Ordnung? Ja, nein... Ich weiß es nicht. Entschuldigt mich. Ich fühle mich gerade sehr seltsam. Ich verließ die Kajüte, ohne auf eine Antwort zu warten. Die frische Luft der See half mir weiter. Es war, als würde sie einen Knoten in meiner Brust lösen. Was war gerade geschehen? Wieso hatte ich dieses seltsame Gefühl? So schnell würde ich es wohl nicht herausfinden. Und nachdem ich eine Weile durchatmete und mich beruhigte, begann die Fahrt mit dem Schiff. Und unsere Reise, die uns vielleicht endlich zu Eevee bringen würde.